Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Also angefangen haben wir ein bisschen so, wie wir es uns eigentlich nicht vorgestellt haben. Eigentlich wollten wir druckvoll anfangen, aber haben uns dann hinten so ein bisschen reingestellt. Das war nicht so gut. Also wir wurden so ein bisschen überlaufen, sag ich mal so. Und wir haben uns dann ein bisschen gefangen, gerade nach dem 4:1, sag ich mal so, haben wir uns erst wieder gefangen und kamen dann wieder zurück. Relativ stark. Warum wir dann wieder eingebrochen sind, wissen wir auch noch nicht so wirklich. Das war leider schade, dass wir da noch das 5:5 gekriegt haben und dadurch in die Verlängerung mussten. Und zum Schluss sind wir einfach zusammengebrochen. Also wir haben erste Halbzeit sehr stark angefangen, haben einen guten Ball gespielt, sind relativ schnell in Führung gegangen, haben das Spiel am Ende der ersten Halbzeit ein bisschen haben wir den Faden verloren. Nach den Auswechslungen vielleicht, dass es eventuell den Auswechslungen geschuldet ist. Aber die beiden Tore, die dann gefallen sind, also kurz vor der Pause, zum 4:3, haben wir den Gegner nochmal unnötig stark gemacht. Zur zweiten Halbzeit, wir wollten mehr. Also wir haben uns eigentlich viel mehr vorgenommen, als wir dann zeigen konnten. Dann kassieren wir den Ausgleich und kassieren dann auch noch den Rückstand. Das war sehr hart. Also da haben wir schon ein bisschen an uns gezweifelt. Da haben einige Spieler dann die Köpfe hängen lassen. Wir haben dann nochmal offensiv gewechselt, sind zurückgekommen in die Verlängerung. Und in der Verlängerung haben wir dann am Ende des Tages, glaube ich, alles klar gemacht. Der Elfmeter, denke ich mal, war zum Schluss nicht mehr so ausschlaggebend. Der war es nicht. Ich glaube, es war zum Schluss die Kraft. Und einfach, dass wir uns wieder so ein bisschen hinten reindrängen lassen haben. Also Bilal ist unser Allrounder. Also der kann alles spielen. Der kann vom Torwart über Libero bis zum Stürmer spielen. Also wirklich jede Position, den kann ich immer überall einsetzen. Und bin echt froh, dass ich ihn habe. Hat er super gemacht, hat dann auch super den Elfmeter noch gehalten. Es hätte ja auch nochmal eng werden können. Hat er wirklich super gemacht, da bin ich super stolz. Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 für nur 75 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.